Da hatte ich gerade das Gefühl, dass ich da irgendwas gesehen habe. Irgendwie so ein rotes Teil, das da war. Tja, Sinneseinbildungen sind immer ganz toll. Vielleicht ist ja. Ist die ja da unten? Ja. Aber da habe ich jetzt gerade keine Lust runter zu springen. Würde auch nichts bringen. Also zielen, zack und zack. Symbol holen. Das war knapp. Fast wäre ich da nochmal ganz runtergefallen und hätte dann ganz nach oben klettern müssen. Naja. So. Mist. Das war daneben. So. Das war wieder daneben. Dann das Teil war, glaube ich, wieder daneben. Ja, ich bin sehr zielsicher. Das müsste jetzt eigentlich getroffen haben. Ja, das hat getroffen. Gut so. Und ich glaube, da war eine Fledermaus drin. Das müsste auch getroffen haben. Und die hier wird jetzt 100 pro verfehlen. Hätte man die irgendwie mit dem Auge sehen können oder so, welches das Richtige war, weil da war jetzt so ein Geräusch, dass das sozusagen als falsch gilt. Und was hat das Ganze jetzt bis auf Rubine gebracht? Vermute mal gar nichts, oder? Oder ist hier noch irgendwas, das ich nicht gesehen habe? Nö, sieht wohl nicht so aus. Super, dann dürfen wir hier noch einmal ganz kurz durch. Und dann hier lang und dann da lang. So. Also hier durch. Und da ist noch eine Truhe. Falscher Raum. Ja, das war so geplant. Dann müsste ich ja eigentlich hier in den Raum, oder? Ich wette, ich laufe jetzt wieder falsch. Ja, ich bin wieder falsch gelaufen. Also, in welchem Raum war ich denn jetzt gerade? Ich war in dem da, also hier geradeaus. Ups, das war da durch die Tür. Das schaffst du, Link. Gut so. Was ist das denn, Navi? Ein bösartiger Bodengrabscher. Sobald er sich aufteilt, zerstöre die kleinen Grabscher, bevor sie sich wieder vereinigen. Okay. Zwei auf einmal zerstört. Oh, und das war's schon. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber das Kreuz da verunsichert mich ein bisschen, das sieht so gespenstisch aus. Irgendwie. Empfinde ich jetzt so. Hilfe! Gut, geschafft. Und jetzt hier in den Raum. Ich frage mich nur, wie ich da rüberkommen soll. Kann man das Teil hier verschieben? Moment, ich muss einmal gerade gucken. Aber das ist, glaube ich,
irgendein Teil von dem Vogel da. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar müsste man doch. Also, hier einmal ganz kurz. Ganz kurz. Ja, den Topf da zerstören. Und dann müsste es doch gehen, dass ich. Moment. Man sollte nicht A drücken, sondern irgendeinen Knopf belegen, ja. Nehme ich mal die Ocarina weg. Und dann daneben. Wieder daneben. Richtige Idee. Ah, bumm. Gut. Und dann kann ich hier ja rüber. Hilfe. So. So. Gut gemacht, Link. Da kann ich doch, glaube ich, jetzt mit einer Bombe was machen, falls ich mich nicht täusche. Nee, Hilfe. Also hier war auf jeden Fall auch mal so ein Vogel. Das da vorne ist der Schnabel. Keine Ahnung. Erstmal nochmal gucken, was da drin ist. Und dann, was da drin ist. Und dann geht's hier weiter. Ich glaube, das ist der Raum vor dem Endgegner. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das ist er. Dann hier rüber. Und dann brauche ich, glaube ich, hier die Flügelschuhe. Und ich hätte ein paar Feen mitnehmen sollen. So. Und dann geht's jetzt hier rüber. So. Dann müsste ich auch schon darüber können. Genau. Und dann werde ich hier nochmal ganz kurz ein Safe State machen. So. Und dann geht's jetzt da durch. Ich wette, ich brauche die Flügelschuhe. Also dann werde ich hier noch mal eben speichern so. Oh, ist das eine Trommel quasi? Ja, da ist ein Trommler oder irgendwie sowas. Bongo Bongo. Also die bestialische Schattenmonstrosität Bongo Bongo. Was sagt Navi uns denn dazu? Das ist Bongo Bongo. Diese Schattenbestie ist aus den Tiefen der Hölle auferstanden. Nutze das Auge der Wahrheit. Wie soll ich das Teil jetzt genau besiegen? Okay, also. Hilfe, da habe ich mich jetzt gerade verklemmt. Drehen! Oder wie kommt man da raus? Keine Ahnung. Okay, ich brauche die Hand auch noch.
Okay, ich glaube, da sind die Flügelschuhe wiederum ein bisschen schlechter. Und was muss ich dann machen? Ja, ich bin tot. Okay, dann werde ich mal ganz kurz den Safe State erstmal laden. So. Und dann hier durchgehen. Und dann weiß ich nicht, wie das jetzt besser ist. Ich glaube, es ist besser ohne, also mit ganz normalen Lederstiefeln. Aber das Problem ist halt auch, dass er sich so schnell dreht. Man da eigentlich gar nicht mitkommt. Also erst trommelt er jetzt. Bongo, 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 Bongo. Bongo. Ach so, den muss man ausweichen, okay. Okay, den muss man also immer ausweichen. Da bin ich doch ausgewichen. Das ist unfair. Ich mag den Typen nicht. Und da hat er mich jetzt runtergehauen. Also Navi.